Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Black Mirror Teil 1. Ja, es tut mir leid, ich hatte anderthalb Monate keine Zeit mehr zum Daddeln zu dem Game. Es kamen neue Spiele raus und ich bin auch zwei Wochen lang schwer krank gewesen. Man hört es vielleicht noch ein bisschen. Und jetzt müssen wir mal schauen, wir waren hier im Leichenschauhaus. Ich bin ein bisschen aus dem Spiel raus. Versuche das natürlich jetzt aber auch durchzuziehen. Also kein Projekt, was ich nicht beende, ganz klar. So, ist das zu schnell? Ein bisschen langsamer? Nein, das ist zu langsam. Ah, so, ne? Menschliche Muskelgruppen und Organe, sie sind lateinisch beschriftet. Es hat keinen Sinn, sie näher zu studieren. Der Boden ist verfärbt, wahrscheinlich durch getrocknetes Blut. Schlüssel, die wollen wir haben. Kriegen wir die? Solange Herman zusieht, kann ich den Schlüssel nicht nehmen. Da geht's wieder raus. Den benutzt Herman, um die Leichen zu transportieren. Darauf liegen einige blutverschmierte Sachen. Ich will sie nicht anfassen. Nochmal einfach anquatschen. Aber erst untersuchen wir natürlich alles. Ich möchte mir lieber nicht vorstellen müssen, was sich in dem Eimer befindet. Herman verwendet ihn vermutlich bei Obduktionen für Gewebe. Dr. Herman, ich würde Sie gerne sprechen. Einen Augenblick. Also, was führt Sie hierher? Mir ist aufgefallen, dass dies auch als Dunkelkammer dient. Ja, ich entwickle die Obduktionsfotos hier. Im Dorf bietet niemand einen solchen Dienst an. Hierzulande ist es fast wie im Mittelalter. Trotzdem, irgendwann gewöhnt man sich daran. Wollen Sie etwa Fotos entwickeln lassen? Sehen Sie, Gordon, das ist kein Service Center für Touristen. Sie befinden sich hier in einer Leichenhalle. Ja, das ist offensichtlich. Ich brauche aber nur ein paar Abzüge. Na schön. Aber das mache ich nur als Freundschaftsdienst Ihrer Familie gegenüber. Geben Sie her. Danke, Doktor. Moment. Ich möchte etwas als Gegenleistung. War ja klar. Ohne kann ich Ihnen sowieso keine Fotos machen. Mir ist der Entwickler ausgegangen. Können Sie mir welchen aus dem Dorf bringen? Haben Sie nicht gerade gesagt, dass niemand im Dorf einen solchen Dienst anbietet? Ja, und das ist auch so. Ich habe ein Arrangement mit dem alten Murray. Er besorgt mir Nachschub aus der Stadt. Sagen Sie ihm, der Entwickler ist für mich. Er wird ihn Ihnen gern verkaufen. Gut, ich komme später wieder. Okay. Da wissen wir auf jeden Fall wieder einen Anhaltspunkt, wo wir hin müssen. Ich weiß nicht, was drin ist, und ich will es auch nicht wissen. So, ich weiß, dass ich hier hinten irgendwas holen muss, glaube ich, noch. Dafür sind, glaube ich, auch die Schlüssel. Aber das geht momentan nicht. Okay. Hier haben wir alles untersucht, ne? Ja, soweit, so gut. Dann würde ich mal sagen, ab ins Dorf. Da kommt man auch noch nicht reinschauen, ne? Das ist wegen dem Schloss noch zu. Der Deckel ist mit einem großen Vorhängeschloss gesichert. Aufbrechen? Ich weiß gar nicht, was ich alles hier noch jetzt bei mir habe. Also das ist echt blöd, jetzt so eine Pause im Spiel. Ja, schon anderthalb Monate. Wie konnte ich Schnellreise machen? Dafür brauchte ich diese Karte, ne? Rechtsklick. Einmal nach Willow Creek. Der alte Murray. Das war der im Pub, kann das sein? Oder war das der Händler rechts? Three Cakes? Geh mal kurz rein. Checken die Lage. Bist du der alte Murray? Ne, du bist Henry. Totengräber ist auch hier. Können die natürlich alle nochmal anquatschen, aber
Ich würde sagen, hey, Doppelklick. Ah, klappt nicht wegen dem Jungen. 37. Hallo, Mr. Samuel. Das war vielleicht ein Knall, was? Der zweitlauteste heute, möchte ich wetten. Hallo, Vic. Zählst du die Donnerschläge? Richtig. Warum sitzt du eigentlich hier im Regen? Solltest du nicht lieber zu Hause sein? Mir macht der Regen nichts aus. Außerdem kann ich nicht nach Hause. Nein? Du hast wohl Ärger, was? Tja, es ist das kaputte Fenster von gestern. Harry hat meinem Vater davon erzählt, wissen Sie? Darum hab ich's nicht eilig, nach Hause zu kommen. Oh, verstehe. Ich muss jetzt gehen. Pass auf das Fenster neben dir auf. Ja, mache ich. Ich werfe den Ball auf die andere Seite. Das ist sicherer. So, jetzt geht auch Schnellreise. Sehr gut. Da, Murray's Pawn Shop. Sehr gut. Da wollen wir hin. Da fahren wir, glaube ich, noch gar nicht drin, ne? Ah, der ist direkt aufmerksam geworden. Aber ich glaube, der war vorher nicht da, ne? Vorher war es nicht möglich, hier hinzukommen. Ob er wohl zum Verkauf steht oder Teil des Inventars ist? Schwer zu sagen bei all dem Zeug. Ich sehe nichts, was ich gebrauchen könnte. Ich möchte von diesen Sachen nichts kaufen. Das meiste davon ist Ramsch. Gut schon mal, dass er das direkt abklärt, dass es da nichts gibt. Er enthält nur noch mehr Trödel. Tja, dann bleibt nur noch Murray übrig. Guten Morgen. Wie kann ich Ihnen helfen? Einmal dieses seltsame Objekt? Oder erst das mit dem Entwickler? Komm, wir machen erst das mit dem Entwickler, dann weiß er auch, dass wir uns hier auskennen und den Doktor kennen. Vielleicht hat er dann mehr Informationen. Dr. Herman hat mir gesagt, dass ich bei Ihnen einen Fotoentwickler bekomme. Haben Sie welchen? Sie haben Glück. Ich habe noch ein paar Flaschen. Ich fahre nicht täglich in die Stadt, wissen Sie? Hier ist er. Danke. Merci, merci, merci. Vor einigen Tagen hat jemand ein bestimmtes Objekt hier versetzt. Diesem Gegenstand hier nicht unähnlich. Stimmt. Ich erinnere mich, dass Henry etwas versetzt hat, das so ähnlich aussah. Ich möchte diesen Gegenstand auslösen. Gerne, Sir. Das macht 35 Pfund. Und ich brauche natürlich den Pfandschein mit der Unterschrift des Pfänders. Ich gebe Ihnen das Geld, aber sehen Sie, ich habe den Schein nicht. Sir, Sie wissen doch sicherlich, dass ich kein verpfändetes Objekt ohne entsprechenden Pfandschein auslösen darf. Ich kann verstehen, dass Sie es ohne Schein nicht auslösen möchten, aber ich werde dafür bezahlen. Es tut mir leid, so ist das Gesetz. Dieses Objekt ist mir sehr wichtig. Ich bin bereit, einen Sonderpreis zu zahlen. Mag sein, aber wie fair wäre das dem Besitzer gegenüber, wenn ich sein Eigentum vor Ablauf der Frist einem anderen verkaufe? Laut Gesetz gehört ihm das verpfändete Objekt, bis die Laufzeit des Pfandes abgelaufen ist. Murray, Henry kann es unmöglich auslösen. Woher wollen Sie das wissen? Er ist tot. Tot? Es tut mir wirklich leid, das zu hören, aber ich fürchte, der Tod des Besitzers ändert nichts. Wer den gültigen Pfandschein vorlegt und die vereinbarte Summe zahlt, kann das Objekt zu jeder Zeit auslösen. Versuchen Sie doch bitte zu verstehen. Ich habe ihn nicht. Würde das Geld nicht genügen? Es tut mir leid. Sie können abwarten, bis die Laufzeit des Pfandes abgelaufen ist. Das ist keine Alternative. In dem Fall kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen, Sir. Fragt doch wenigstens, wie lange das noch ist. Ja, böse werden oder nett? Freundlich ist, glaube ich, besser. Ich weiß, es wäre ein Verstoß gegen die Gewerbeordnung, aber wer würde es schon erfahren? Ich bin bereit, das Dreifache zu bezahlen. Das Dreifache, sagen Sie? Nein, das ist völlig unmöglich. Ich möchte wegen Ihres Angebotes meine Lizenz nicht verlieren, obwohl ich zugeben muss, dass es sehr großzügig ist. Wie viel müsste ich denn anbieten, um Sie zu überreden? Offenbar verstehen Sie mich nicht. Ich mache das nicht, ganz egal, wie viel Sie mir anbieten. Dieses Leihhaus ist alles, was ich habe, und ich werde nicht riskieren, es zu verlieren. Aber wer würde schon von unserer Vereinbarung erfahren? Die Sache bleibt doch unter uns. Tut mir leid.
Ich lasse mich nicht überreden. Kein Pfandschein, keine Auslösung. Na schön. Wenn ich Ihnen den Schein bringe und das Geld bezahle, geben Sie es mir dann? Aber natürlich. Ich dachte, er wäre geldgieriger. Ich muss unter allen Umständen Henrys Pfandschein finden, sonst bekomme ich von Mary gar nichts. Wiedersehen. Okay. Jetzt müssen wir einmal zurück zum Doktor. Und wir müssen auf Black Mirror noch den Pfandschein finden. Machen wir aber erstmal hier im Leichenschauhaus nochmal einen Abstecher. Ich sollte klingeln. Ja? Samuel Gordon. Bitte lassen Sie mich herein, Doktor. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ja, kommen Sie herein. Ich bin unten in der Leichenhalle. Hallihallo. Weiter kann ich nicht gehen, sonst sieht mich Herman. Oh, deswegen konnte ich da hinten wahrscheinlich auch noch keine Sachen untersuchen. Also wird nichts rot angezeigt. Fixiermittel, wie es bei der Fotoentwicklung verwendet wird. Ich habe den Entwickler für Sie. Können Sie jetzt meinen Film entwickeln? Warum nicht? Aber kommen Sie später wieder. Ich muss meine Arbeit erledigen, bevor ich die Bilder entwickeln kann. Was ist an diesem Film so wichtig, dass Sie damit zu mir kommen? Das werden Sie selbst sehen, Doktor. Entweder Sie sind wichtig oder auch völlig nutzlos. Jetzt kann ich auch nichts weiter machen, ne, weil ich später wiederkommen soll. Er hat viel zu tun und ich habe... Okay. Und dann schauen wir uns mal weiter um im Black Mirror. Ja, aber nicht hier drin, sondern draußen. So, das war der Gärtner, glaube ich, ne? Ja, das muss der Gärtner gewesen sein. Schauen wir doch nochmal, ob wir da irgendwo was bei dem entdecken. Vielleicht sollte ich mir auch nochmal die zwei letzten Videos, Let's Plays anschauen, um herauszufinden, was ich dann noch irgendwie offen habe, nicht, dass ich da noch irgendwie was machen musste, was ich jetzt vergessen habe. Aber ich klappe sowieso sehr wahrscheinlich jede Stelle nochmal ab, also wird sich schon finden. Zurück. Da war schon mal nichts. Kein Pfandschein. Wieso? Ich weiß noch, dass hier was drunter war. Aber das können wir jetzt noch nicht entdecken. Aber wie kamen wir da drauf, dass da was drunter lag? Grrr. So viele Jahre her. Das Bild konnten wir uns auch einfach nur anschauen. Keinerlei Hinweis irgendwo drauf, ne? Oh, links oder rechts klickt, macht keinen Unterschied, der guckt sich das an. Schauen wir mal vorne, ob irgendwie was in der Post drin ist. Leer. Okay. Vielleicht muss ich auch in den Pub gehen. Da waren ja 3-4 Leute, die ich anquatschen konnte während des Regens.
Hier, du weißt doch was, wieder den Pfandschein, oder? Hallo? Ich überlasse ihn seiner Arbeit. Das ist nicht gut. Und wir können sonst hier auch nichts machen. Keiner da. Ich glaube, in dem Pferd ist im zweiten Teil irgendwas drin. Wenn ich mich recht entsinne. Oder was ist der dritte? Keine Ahnung. So, hier hat sich auch nichts neu entwickelt. Ab zur Küche. Aha, Kellertür ist auf. Gehen wir nochmal runter. Oh, er ist an der Schleifmaschine dran. Hallihallöchen. Bates, ich möchte kurz mit Ihnen sprechen. Ich höre, Sir. Ich habe einen Brief gefunden, in dem Morris von Henry beschuldigt wird, Wein aus unserem Keller zu stehlen. Wissen Sie etwas darüber? Um ehrlich zu sein, Sir, ja. Ich kann mir gut vorstellen, wer dahinter steckt. Warum haben Sie nichts gesagt? Nach dem, was passiert war, wollte ich nicht, dass Madame sich über ein paar Flaschen Wein Sorgen macht. Es gibt so viel Wein im Keller, Sir. Es scheint mir unwahrscheinlich, dass jemand ein paar Dutzend fehlender Flaschen bemerken würde. Henry schrieb in seinem Brief, Morris sei ein ehemaliger Häftling und ein Dieb. Stimmt das? Das glaube ich nicht, Sir. Morris ist ein Rüpel, aber er würde niemandem etwas antun. Er tut, was man ihm sagt, macht seine Arbeit gut und er hat nie Schwierigkeiten gemacht. Tja, davon bin ich nicht so überzeugt, Bates. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Ich wende mich wieder meiner Arbeit zu. Okay, aber wir haben wieder ein paar Informationen bekommen. Das ist schon mal gut. Dann schauen wir in die oberen Stockwerke noch bei der Madame und dem anderen vorbei. Ah, nee, die ist hier unten. Sehr gut. Hallo, Victoria. Ich würde dich gerne sprechen, Victoria. Ich fühle mich nicht sehr wohl, Samuel. Bitte entschuldige mich. Ich hoffe, dass Robert meine schlechte Gesellschaft aufwiegt. In Ordnung. Ich komme später wieder. Okay, Robert ist im oberen Stockwerk, aber wir schauen mal hier vorbei. Nicht, dass wir... Okay, das Bild, haben wir uns das schon mal angeguckt? Jeremy Gordon, Williams Vater. Haben wir wohl verpasst. Ja, die Hinweis, das muss ich mir auch nochmal anschauen. Aber da kann ich auch neu laden an die Stelle, wo ich das mal machen kann. Es sind auf jeden Fall Hinweise drin, wie man bestimmte Rätsel löst, meine ich. Okay, hoch zum oberen Stockwerk. Schauen, was der Robert noch dazu sagt. Der Geheimnisvolle, der sich nicht aus seinem Zimmer wagt.
Ich muss mit dir sprechen, Robert. Sicher. Robert, ich habe eine etwas ungewöhnliche Frage an dich. Ungewöhnlich? Ich höre. Gut, und zwar folgendes. Ist es möglich, dass eine frische Leiche völlig blutleer sein kann? Überhaupt kein Blut? Eine so ungewöhnliche Frage habe ich tatsächlich nicht erwartet. Was meinst du damit? Naja, gibt es eine Möglichkeit, das Blut aus einer Leiche zu saugen? Lass mich nachdenken. Nein. Ich halte das für gänzlich ausgeschlossen. In einer Leiche bleiben erhebliche Mengen an Blut. Selbst wenn die Person verblutet ist, wenn du das meinst. Wirklich seltsam. Warum fragst du das? Hat es etwas mit Henrys Tod zu tun? Ja, hat es. Ich habe mit Dr. Harmon gesprochen. Er sagte mir, dass Henrys Leiche völlig blutleer war. Wahrscheinlich hast du ihn nur nicht richtig verstanden. Nein, das glaube ich nicht. Er hat sogar dasselbe gesagt wie du. So etwas hat er noch nie gesehen. Warum interessierst du dich so dafür, wie Henry gestorben ist? Es ist mir zwar klar, dass es eine ernste Angelegenheit ist, aber du hast ihn nicht einmal gekannt. Mich interessiert es schon, wenn so etwas in meinem Haus passiert. Ehrlich gesagt wundert es mich, dass du so wenig Interesse zeigst. Nun, ich habe im Moment keine Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Henry war für sein Schicksal selbst verantwortlich. Und jetzt ist es eine Sache für die Polizei. Wieso interessiert das Robert nicht? Ich werde jetzt gehen. In Ordnung, Samuel. Du kannst ruhig wiederkommen, wenn du etwas brauchst. Lass mich in dein Zimmer. Was machst du da für geheimnisvolle Sachen drin? So, ich würde sagen, gut, stell für einen Break. Und im Zweifel, wenn man nie weiter weiß, klappert man einfach alle Leute ab, so wie ich das jetzt auch machen werde. Das heißt, wir werden gleich nochmal zur Kirche gehen, unser Zimmer aber nochmal anschauen, vielleicht nochmal gegen Victorias Zimmer klopfen, obwohl sie nicht da ist. Und bei der Kirche schauen, ob wir einen Fahrer kriegen, ansonsten im Willow Creek nochmal vorbei. Wir müssen ja abwarten, bis der Herman endlich fertig ist mit dem Entwickeln. Bis demnächst, euer Jojin.